Ja, servus Leute bei Bastis 200 Kanal. Ich begrüße euch heute ganz herzlich zu unserem ersten Nachtfahrt-Video. Ich habe mich entschieden, heute noch mal rauszugehen und ein Video zu produzieren. Wir werden kurz auf die Landstraße fahren und werden die Yamaha mal testen. Und ich hoffe, ihr erkennt alle schön dieses LED-Scheinwerferlicht. Es schaut mega, mega geil aus. Ich sag's euch, ey, es ist eine Sicht ohne Ende. Ich werde jetzt aber nicht weit fahren. Es wird nur ein kleines Video. Ich möchte einfach nur mal testen, wie es so in der Nacht ist, damit zu fahren. Es ist noch nicht ganz dunkel, aber ich glaube, sobald wir auf die Landstraße gehen, ist es sehr dunkel. Hier sind noch ziemlich viele Lichter nämlich. Wir fahren jetzt 5 Kilometer kurz raus und hoffen jetzt nicht, dass jemand hinter uns kommt, dass wir das in Ruhe testen können, das Licht. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie sich es verhält. Ja, und jetzt, da kommt schon jemand hinter uns. So, wir halten wir am besten da vorne noch mal ganz kurz an und machen ganz kurz noch mal Pause, bis der vorbeifährt. Den lassen wir kurz vorbei. Und dann fahren wir wieder auf die Landstraße raus. So, den lassen wir jetzt schnell vorbei. Und drehen hier noch mal. Sonst können wir den Test nicht richtig machen. Ich werde dann auch irgendwo an einem Parkplatz kurz anhalten und dann filmen wir die Yamaha Tree City mal von der Seite. Hier haben wir noch 2 Scheinwerfer hier oben. So, jetzt geht's los. Die Scheinwerfer sind weg. Und man sieht jetzt schon das LED-Licht, dass es richtig klasse ausschaut. Also ich erkenne die Straße richtig gut. Ich habe überhaupt keine Probleme hier zu sehen. Ich werde jetzt mal das Fernlicht anmachen. Und jetzt kann ich wirklich bis vorne gucken. Es ist wirklich, boah, das ist so genial. Das ist so genial. Da fehlen mir jetzt gerade sogar ein bisschen die Worte, weil es halt echt geil ist. Problem ist gerade, dass ich nur 80 fahren kann, weil ich habe mir heute ein Sonnenvisier gekauft und jetzt wollte ich das nicht mehr wechseln und jetzt fahre ich gerade mit offenem Visier. Ja, sollte man vielleicht nicht machen, aber was soll's. Ist halt jetzt einfach so. Ja, auch das Display wunderschön zu erkennen in der Nacht. Ich finde, dass das Display zeigt, dass ich jetzt mit Fernlicht fahre. Ich finde es ein bisschen zu hell, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder ausschalte, kann ein kleines bisschen stören eventuell, aber es geht. Also es geht. Also wenn man runter guckt auf die Geschwindigkeit, also auf dem Tacho, dann merkt man schon, dass es schon sehr blendet, das Blaue. Auch die Kurvenfahrt mit dem LED-Scheinwerfer, also ist richtig genial. Ich erkenne wirklich alles, die weißen Linien zum Beispiel, richtig schön hell. Oh, ein bisschen abbremsen hier. Ja, naja, Gegenverkehr jetzt natürlich ein bisschen. Da muss man das Fernlicht natürlich ausschalten. Ich hoffe, das wisst ihr alle. Aber ansonsten kann man es anlassen und das Licht ist richtig geil. Ha! Also wirklich geil. Ich bin echt, ich kann gar nicht viel sagen, weil ich bin wirklich gerade echt begeistert. Wie geil ist es? Ich bin noch nie mit so einem richtigen LED-Scheinwerfer gefahren. Deswegen ist das für mich jetzt natürlich was ganz was Besonderes. So, da vorne ist der Bürgensee. Da würde ich sagen, da fahren wir jetzt mal kurz rein. Da fahren wir jetzt mal kurz rein. So, da dreht jemand. So, da stellen wir uns jetzt mal kurz auf den Parkplatz. Müssen wir ein bisschen langsam tun, weil da... Boah, ist da ein Autotreff oder was? Was geht denn hier ab, Alter? Also auf jeden Fall ist hier irgendwas.
So, wir fahren jetzt einfach mal hin. Besser gesagt, da drunter. Und bocken das Ding mal ganz kurz auf. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Oh. Obwohl, ich bin ganz ehrlich, mir ist hier zu viel Verkehr. Wir fahren hier weiter. So. Wir fahren einfach jetzt wieder zurück und wir machen das vorne, Leute. Ich habe da keine Ruhe dazu. Ja, auf jeden Fall. Ey, ich bin trotzdem einfach fassungslos. Das ist so geil. Wirklich. Einfach nur geil. Also da traut man sich auch richtig Gas zu geben. Ich erkenne wirklich alles sehr gut. Ja. Das, was halt schon wirklich schön wäre, wenn er die Tri-City zum Beispiel so eine Erkennung hätte, sobald ein Auto irgendwie entgegenkommt, dass die Tri-City dann von alleine das Fernlicht wieder ausschaltet. Das wäre jetzt irgendwie cool, wenn das gehen würde, aber leider geht das nicht. So, jetzt schalten wir mal das Fernlicht nochmal aus und fahren mal ganz kurz ohne Fernlicht. Also ich muss sagen, man erkennt trotzdem alles richtig gut. Ich habe überhaupt keine Probleme, es so zu fahren. Aber ich muss trotzdem sagen, mit Fernlicht, was man ja auf der Landstraße im Dunkeln eigentlich auch nutzen sollte, wenn kein Verkehr ist, macht schon echt Sinn. Und ist klasse. Ist echt super. Ich bin jetzt gleich wieder am Parkplatz. Da machen wir dann mal eine schöne Rundumaufnahme von der Tri-City. Wie sie da steht, dazu lasse ich sie dann natürlich dann mal laufen. Und mal schauen, ob wir da ein paar gute Aufnahmen machen können. Ich habe die Tri-City, wenn ich ehrlich bin, auch noch nie so richtig im Dunkeln gesehen. Heute eigentlich das erste Mal und ich bin wirklich voll überzeugt. Voll überzeugt, ganz ehrlich. Alle, die, die ihre Tri-City jetzt fahren, die wissen genau, was ich meine. Falls ihr sie ja schon im Dunkeln gefahren habt. Ah, Zivilisation. Wir sind zurück. Wir haben die Zivilisation an uns wieder. So. Fahren wir mal ganz kurz auf den Edeka-Parkplatz hoch. Nochmal. Da, wo wir gestartet haben, gerade eben vor ein paar Minuten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Aber das sehen wir jetzt gleich. Oh, sind jetzt ja die Lichter ausgegangen. Ich wollte nämlich zu einem Scheinwerfer hinfahren, weil dann ist die Aufnahme mit der Kamera doch ein bisschen besser. So, Leute. Jetzt machen wir mal eine kleine Rundaufnahme. Einen kleinen Rundgang um die Yamaha Tri-City. Richtig böse schaut es hier aus. Richtig böse schaut es hier aus. Hier ein Stück von Weiden. Hier erkennt man so richtig geil den LED-Scheinwerfer. Reicht bis dahinter. Ja, nee, gefällt einem echt gut. Aber noch einmal ganz kurz das Fernlicht, was ich vorhin gesagt habe. Hier, das meine ich, dass es schon sehr, sehr hell ist und blendet. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können, aber gut, halb so schlimm. Naja, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Nachtvideo gefallen. Machen wir mal aus, dass mir hier keine Leute in der Umgebung stören. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich fahre jetzt nach Hause, gehe ins Bett und wünsche euch noch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal bei Bastis Zweiter Kanal. Ciao, ciao.